Hola, hola, soy Tomás, tu profesor de alemán favorito. Voy a introducir el video en español, pero la lección de hoy es para escuchar alemán en un nivel no tan avanzado, entre A1 a A2. En patreon.com, Toma Alemán, les puse a elegir sobre varios temas para hacer un video en el cual hablo en alemán. Y el ganador fue el de hablar sobre el otoño en Alemania, Der Herbst in Deutschland. Si deseas apoyar mi trabajo en este canal y colaborar también con la elección del contenido en el mismo, puedes hacerlo suscribiéndote a mi Patreon en patreon.com/tomaalemán. Voy a dejarles un link debajo en la descripción del video y ahora en algún lugar de la pantalla también. Jetzt Deutsch hören. Der Herbst in Deutschland. Ich komme ursprünglich aus Santo Domingo in der Dominikanischen Republik, wo es nur eine Jahreszeit gibt: Sommer. Es ist immer Sommer. Die Jahreszeiten habe ich zum ersten Mal erlebt, als ich nach Europa gezogen bin. Ein ganz neues Erlebnis für mich. Der Herbst ist für mich die schwierigste Jahreszeit, weil er nach dem Sommer kommt. Im Sommer gewöhnt man sich an die längeren und helleren Tage. Alles ist schön. Man muss keine dicke Jacke tragen. Aber eigentlich muss man auch im Sommer immer einen Pulli dabei haben. Zumindest. Denn auch wenn der Tag schön und warm ist, kann es abends kühl werden. Aber meistens es ist trotzdem schön und warm. Dann kommt der Herbst im September und alles ist vorbei. Was mich ein bisschen traurig macht. Es wird kalt und dunkel. Die Natur ist nicht mehr so grün. Aber trotzdem muss ich zugeben, dass ich mit der Zeit gelernt habe, den Herbst hier in Deutschland zu schätzen. Die Natur kann unglaublich schön aussehen. Die Bäume kriegen unendlich viele wunderschöne Farben. Besonders zwischen Ende September und Anfang November redet man über den goldenen Herbst oder den goldenen Oktober. Jetzt, wo ich dieses Video drehe, haben viele Bäume fast keine Blätter mehr. Aber hier sind eigene Fotos, die ich vor ein paar Wochen gemacht habe und noch andere Fotos, die ich auch gesucht habe. Die Blätter der Bäume bekommen einen goldenen Farbton. Insbesondere bei Sonnenaufgang und natürlich auch bei Sonnenuntergang. Es ist wie in einem schönen Gemälde zu sein. Der Ausdruck Goldener Oktober hat in Deutschland eine sehr lange Tradition. Er wird bereits seit mehreren hundert Jahren verwendet. Offiziell endet der Herbst am 21. oder am 22. Dezember. Aber zu diesem Zeitpunkt gibt es schon längst keinen goldenen Herbst mehr. Die meisten Bäume haben keine Blätter oder fast keine Blätter. Es sieht jetzt ein bisschen so aus. Schau mal. Danach freut man sich auf Schnee. Wann kommt der Schnee? Es kann natürlich auch im Herbst schneien, aber dieses Jahr noch nicht. Zumindest nicht in der Stadt. Vielleicht im Winter, wenn er kommt. Aber der Winter ist nicht das heutige Thema. Also, das ist alles für heute. Vielen Dank fürs Hören und abonniere. Tschüss.